heute im Self-Hub in Berlin. Das ist ein Platz für Social Pioneers, glaube ich, muss das heißen. Und man trifft immer sehr inspirierende, spannende Leute und kriegt neue. Mein Name ist Daniel Kruse. Ich bin, also heute habe ich mich hier tituliert als Journalist und Aktivist. Ich habe zuletzt gearbeitet in einem Projekt, das Dropping Knowledge heißt, das viel zu tun hat mit Fragen von Leuten auf aller Welt und diese Fragen zusammengebracht hat mit anderen Menschen, die sozial und künstlerisch und kreativ engagiert sind, und daraus ist eine große Wissensdatenbank entstanden. Heute bin ich freier Autor, arbeite noch im Grenzbereich NGOs, berate Leute in der Sache und habe hier heute zum ersten Mal ein kleines, wildes, experimentelles Projekt von mir vorgestellt und überlege gerade, ob das realistisch ist. Also ich war in Bern, um eine Geschichte zu recherchieren. Da war eine 84-jährige Dame, die ihr Leben lang eigentlich in der Schweiz Flüchtlingslager betreut hat und da sich eben gegen alle Widerstände von oben durchgesetzt hat und diesen Leuten geholfen hat. Und später ist sie nach Brasilien ausgewandert und hat da wieder Unmengen von Menschen und autistischen Kindern geholfen. Heute treffe ich den Raul von Sozialhelden, der gehandicapt ist und aber total viel irgendwie Energie ausstrahlt und so auch so sagt, Probleme, die trägt dir jeder vor, aber dann machst du es halt trotzdem so. Und der sich halt sehr inspirierender Mensch ist und der Mut macht. Später will ich ein bisschen früher abhauen, um mir Oscar Pistorius anzugucken. Das ist ein südafrikanischer Leichtathlet, der beidbeinig amputiert ist und heute sich qualifizieren kann für das reguläre Olympia. Großartig. Und später heute Abend werde ich auf eine Improvisationstheaterveranstaltung gehen, wo für Autisten gespendet wird. Also habe ich heute den I Respect and Support Handicapped People Tag irgendwie. Und das ist zumindest meine aktuelle Geschichte. Ja, ist ohne George Bush, ne? Ist gut. Ist ja schon der nächste schon wieder weg, oder? 2008 Jahre. Naja, spiel jetzt rein. 10 Jahre. Ich hoffe einfach, dass die positiven Aspekte der Globalisierung langsam mal durchkommen. Auch mit Sachen wie dem Web 2.0 Leute nicht nur technisch näher zusammendrücken, sondern auch verständnismäßig und einfach viel mehr Wert aufgelegt wird, dass wir Kulturen besser verstehen und uns mehr miteinander austauschen, anstatt immer größere Mauern zu bauen. Weil ich glaube, vieles gibt es im Bereich der Ethnographie und Völkerverständigung, dass man einfach mehr Verständnis aufbringen muss für andere Kulturen und Religionen. Und ich hoffe, das wächst mehr zusammen und dass wir uns mehr austauschen mit dem Internet, aber auch real, und dass das irgendwie, ja, dass mehr nach Lösungen gesucht wird und weniger nach Konfrontationen. Und dass die Menschen so schlau sind, so eben globale Probleme, auch wie der Klimawandel groß, auch wirklich gemeinsam angehen. Also, das ist ja auch irgendwie eine Chance und Herausforderung, ob wir denn alle zusammen. Also, was ich eben hier vorgestellt habe, und das war natürlich in meinem Kopf, ist ein Trip durch Südamerika, der verschiedene Sachen beinhaltet, nämlich zu sagen, man stellt NGOs vor, man macht spannende Interviews mit Leuten und man bringt vielleicht noch ein Stück ein mit Charity und sagt, man sammelt umgekehrte Bonus, man kriegt Sponsoren und je weiter man kommt, desto mehr kann man pro Meile spenden an soziale Projekte. Das ist noch nicht alles ausgetüftet, müsste aber mal auf eine DIN A4-Seite, wie mir heute gesagt wurde, und wenn das steht, dann gebt es euch an und dann freue ich mich über Links, verwandte Projekte, Förderer, neue Ideen und schauen wir mal, wo es hingeht. Toi, 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 liebe Freunde, folgt den Jochen ja schon so ein bisschen. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht für die und wünsche alles Gute. Schönes, klares Konzept und mal schauen, kein Problem.